Der finale Showdown zur Entkriminalisierung steht an. Wie sich in den letzten Tagen abzeichnete, soll der Vermittlungsausschuss-Anruf zum Cannabisgesetz seitens der Union dort eine Blockade zur Folge haben. Damit solch undemokratischen Blockadeaussagen das Gesetz, wie vielfach von Lauterbach und Co. angemahnt, gänzlich in einem Vermittlungsausschuss also scheitern könnte, sollte die Entscheidung für bisher noch zum Vermittlungsausschuss tendierenden Landesfraktionen von Grünen und SPD doch mittlerweile wirklich klar sein. Zu dem Thema schauen wir uns in diesem Video Folgendes an: eine Ansage von Lauterbach zum Thema kein Vermittlungsausschuss zulassen, sowie eine Aussage von Dobrindt zum Thema Vermittlungsausschuss Blockade. Zudem die Protokollerklärung im Detail, Fazit dazu und mögliche Änderungen daraus resultierend im Überblick, sowie einen Plenarantrag vorliegend, der einzige, der für die Sitzung am 22. März eingereicht wurde, aus dem Landtag Bayern. Zum Thema Cannabisgesetz stoppen. Und zu guter Letzt ein offener Brief von grünen Mitgliedern, unterschrieben von über 170 Stück aus ganz Deutschland, in allen möglichen Positionen, an die Landesfraktionen, dass sie eben keinen Vermittlungsausschuss unterstützen und mit einer Enthaltung in jeder Landesregierung ihren Beitrag dazu leisten, dass das Cannabisgesetz unverändert am 1.4. auch in Kraft treten kann. Beim Cannabisgesetz ist die Lage wie folgt. Einige der Bundesländer wollen den Vermittlungsausschuss anrufen, um etwas zu verändern. Andere Länder wollen den Vermittlungsausschuss anrufen, um das Gesetz zu stoppen. Ich werde daher die gesamte Woche über dafür kämpfen, um zu erreichen, dass es eine Anrufung des Vermittlungsausschusses nicht gibt. Also geht das Gesetz in den Vermittlungsausschuss, glaube ich, wird das Gesetz im Vermittlungsausschuss sterben durch die Blockade der Unionsländer, die wir befürchten müssen. Und das wäre ein Sieg für den Schwarzmarkt. Es schaut danach aus, dass es eine Anrufung zum Vermittlungsausschuss geben könnte. Ich halte das für dringend geboten, dass dieses Gesetz nicht den Bundesrat passiert, sondern in den Vermittlungsausschuss geht. Und es wäre wünschenswert, wenn dieses Gesetz nie wieder aus dem Vermittlungsausschuss herauskäme. Also wie wir gerade gehört haben von Dobrindt, die Befürchtungen von Karl Lauterbach sind definitiv berechtigt. Schauen wir uns deshalb nun die sogenannte Protokollerklärung an, die als Kompromissvorschlag seitens der Bundesregierung kurzfristig noch ins Spiel gebracht wurde. Und warum kam sie ins Spiel? Mit dieser Protokollerklärung geht die Bundesregierung auf die Cannabisgesetzkritischen Länder zu, die bisher noch durchaus zum Anruf des Vermittlungsausschusses tendierten. Davon gab es einige, darunter wie zuletzt eben auch Sachsen und Rheinland-Pfalz, aber diese haben sich basierend dieses Kompromissvorschlags davon abbringen lassen. Und was alles darin beinhaltet ist, das schauen wir uns jetzt im Originaldokument links zu sehen an. Zu den Inhaltspunkten. Der größte Teil auf Seite 1, das ist erstmal die allgemeine Zusammenfassung der gesamten Gesetzesziele, die Betonung der Hauptvorteile hinter dem Cannabisgesetz, der Bezug zur Evaluation, die auch im Rahmen der letzten Anpassungen vorgezogen wurde. Im zweiten Abschnitt zu Rechtlichem, dort wird die Amnestieregelung verteidigt, sowie die Bedenken entkräftet. Auf der Seite 2 gehen sie, wie man hier sehen kann, eben auf das Thema Haftentschädigungsansprüche ein. Da sagt die Bundesregierung, dass sie der Auffassung sind, dass es eben hier keine vorliegenden Ansprüche gibt. Sowie zum Thema des möglicherweise strafbaren Handels seitens Justizbeschäftigten, die eben bei der Fallprüfung nicht rechtzeitig die möglicherweise zur Folge habende Freilassung dann veranlassen. Dieses möglicherweise aus deren Sicht strafbare Handeln ist seitens der Bundesregierung eben in der Einschätzung nicht strafbar. Und damit wird das Hauptargument der Justizüberlastung auch hier ganz gezielt entkräftet. Im Abschnitt 3 noch zu sehen, im letzten Absatz, da gehen sie auf das Thema Aufklärung und Prävention ein. Darunter die Vereinheitlichung von Präventionsstandards sowie allgemein mehr Engagement vom Bund in diesem Kontext. Dazu stellen sie eine Bandbreite an Maßnahmen vor, die eben im Rahmen der Aufklärung und Prävention gezielt für Verbesserung der Situation im Rahmen der Gesetzeinführung sorgen sollen. Neben den finanziellen Maßnahmen und Budgeterhöhungen hat man hier eben auch die BZGA nochmal in den Fokus gerückt, dass mehr gezielte Standards und Informationen von dieser zentralen Stelle vorgegeben werden sollen und damit der Bund eben in die Verantwortung genommen wird. Im Punkt 4 zu sehen, dort haben wir es betreffend den Anbauvereinigungen. Welche Änderungen sind denn jetzt dazu vorgesehen? Im letzten Abschnitt auf dieser Seite betonen sie grundsätzlich erstmal einleitend zu diesem Thema, dass es eben wegen dem Vorbereitungsaufwand, der von den Ländern angemahnt wurde, darunter auch von Sozialminister Manne Lucha aus Baden-Württemberg, da gerade wegen diesen Vorbereitungen das gestufte Inkrafttreten mit in das Gesetz eingeplant wurde geht man hier eben auf die 3 Monate Vorbereitungszeit für die Kommunen, Länder und die Regionalstrukturen in dem Kontext ein und betont eben, dass es machbar sein muss, dass man bis dahin, zum Stichtag des 1.7. werden dazu noch betrachtend, eben auch nicht alle Anbauvereinigungen, die jetzt das Ziel haben, später eine zu sein, auch dann schon antragsberechtigt sein. Somit wird der Bearbeitungsaufwand zu den Erlaubniserteilungsverfahren nach und nach ansteigen. Auf Seite 4 gehen sie dann noch zu gezielten Maßnahmen ein hinsichtlich der Anpassungen für die Anbauvereinigungen bei den Regelungen dazu und ja, hier wie folgt. Das Kontrollintervall wird von jährlich zu regelmäßig geändert. Man hat gesagt, dass eine Kontrolle einmal jährlich aufgrund des aktuellen Personalmangels und des Fachkräftemangels auf absehbare Zeit so nicht leistbar sei, deswegen möchte man den Kommunen keinen Kontrolldruck auferlegen, den sie vielleicht nicht so stemmen könnten, deswegen hat man eine zeitlich undefinierte Formulierung eingebracht und das wird dann das regelmäßig sein, statt dem jährlich. Eine weitere Veränderung wird sein, eine Anpassung hinsichtlich der Vorgaben für den Anbaustandort. So sollen zentralisierte Anbauhubs vermieden werden, in denen mehrere Clubs am selben Ort bzw. im selben Objekt ihre Anbaustätten betreiben. Zu guter Letzt eben noch die Anpassung hinsichtlich den Vertragsvorgaben, die man an die Vermieter und die jeweiligen Anbaustandortsdienstleister stellt, dass eben hier keine Überschneidung stattfinden darf. Also der Vermieter darf nicht Vertragspartner für direkt an den Standort gebundene Dienstleistungen oder eben andere Arten von Vertragsstrukturen und Geschäftsverhältnisse sein. Damit sind vielen Geschäftskonzepten, die sich schon jetzt im Vorfeld aufgetan haben am Markt, die Existenzgrundlage voraussichtlich genommen zumindest massiv erschwert. Und ob es nicht dann eventuell sogar nachteilig wirken kann, wenn man sowas in Anspruch nimmt im Rahmen des Erteilungsverfahrens bei der Erlaubnis, das wird sich dann zeigen. So viel zum Thema Protokollerklärung und was es damit auf sich hat. Zu den von den Bundesratsausschüssen vorliegenden Anträgen, die allesamt den Vermittlungsausschuss bis auf Nummer 12 zur Folge hätten. Zusätzlich zu den Ausschussanträgen gibt es in der Plenarsitzung am 22. März noch einen Länderantrag, der aus dem Landtag Bayern kam. Dieser Antrag ist gewohnt in bayerischer Peinlichkeit mit der Forderung, das Cannabisgesetzgebungsverfahren komplett einzustellen. Wir überfliegen dazu nur die ersten 1 bis 2 Seiten, weil die Menge an Falschaussagen, die so fachlich nicht haltbar sind oder die sich so nicht mit den wirklichen Gesetzesinhalten befassen, nicht mit den Zielen oder der aktuellen Lebensrealität, die überfliegen wir nur hier kurz ganz am Anfang und verschwenden sonst keine weitere Zeit darauf. Wir haben hier in der ersten Begründungsstufe direkt schon den Einstieg. Unabhängig vom Alter ist der Konsum von Cannabis gesundheitsschädlich und birgt erhebliche und zum Teil irreversible gesundheitliche und soziale Risiken. Also wir hatten bisher das Thema, dass es bis zum 25. Lebensjahr in der Hirnreife entsprechend teils relevantere Schäden verursachen kann, aber die Formulierung, dass es allgemein quasi wie Alkohol grundsätzlich schädlich ist, ist so nicht richtig. Zudem beschweren sie sich zu den Besitzobergrenzen. Hier ist wieder diese Thematik mit den warum 50 Gramm. 50 Gramm sei doch viel zu viel. Es gibt aber auch keine Alkoholbeschränkungen, es gibt auch keine Tabakbeschränkungen. Das liegt in der Eigenverantwortung der Konsumenten, vor allem bei einer Substanz, die im Vergleich zu den anderen nicht regulierten, legalen Drogen eben deutlich weniger schädlich ist. Dann muss man hier nicht diese Doppelmoral aufs Feld bringen und von daher, dieser Antrag ist sowieso zur Ablehnung vorbestimmt. Und zu guter Letzt noch als Nachricht für morgen in der Vorbereitung. Es gibt einen offenen Brief von über 170 Grünen-Mitgliedern geschrieben an die Landesfraktionen der Grünen, die eben jetzt noch mit dem Vermittlungsausschuss liebäugeln und sich unsicher sind, ob sie nicht doch anrufen oder eben dann am Ende den eigentlichen Gesetzeszielen treu sind und die Enthaltung durchboxen. Wie ihr sehen könnt, sie gehen auf verschiedenste Punkte ein, sie argumentieren für die allgemeinen Gesetzesziele, sie argumentieren eben, warum es zum 1.4. auch in Kraft treten soll. Es sind aus allen Teilen Deutschlands Unterstützer, es sind aus allen Stufen und Strukturebenen der Grünen Unterstützer, von Landesführungsebene bis eben Kreisverband Mitglied, und so gesehen kann man dazu nur sagen, gebt euch einen Ruck. Es gibt nur eine Entscheidung, die man jetzt hinsichtlich des Vermittlungsausschusses treffen kann, und das ist eine klare Enthaltung. Und das muss aus Baden-Württemberg, das muss aus NRW, das muss aus Niedersachsen, das muss aus Brandenburg kommen. Und ja, auch die SPD-geführten Landesfraktionen, macht euch das bitte nicht zu einfach. Wir werden es nicht vergessen, auch bei euch nicht, wenn ihr dagegen stimmt. Und sollte der Vermittlungsausschuss kommen, wird der Schaden umso größer. Mit diesem vorausschauenden Blick auf die Sitzung am 22. zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt bereits am nächsten Morgen, verabschiede ich mich von diesem Video und hoffe, inständig, dass es morgen einen Grund zu feiern gibt und dass wir zum nächsten Video wirklich Positives verkünden können. Bis dahin, über ein Like auf diesen Video sowie ein Abo auf dem Kanal würde ich mich sehr freuen. Schaut auch vorbei auf bio-gartenwelt.de und rolling-stoned.de. Bis zum nächsten Video. Ciao.